Make-up ist einer meiner größten Leidenschaften, deswegen ranke ich jetzt Make-up-Kategorien von 1 bis 10 und es fängt direkt richtig gut an, und zwar mit Mascara, Lashes. Wie ihr seht, sind mir Lashes besonders wichtig. So wichtig, dass ich pro Auge 6 Wimpern trage. Deswegen würde ich sagen, kommt es auf die Nummer 4. Es gibt eindeutig Wichtigeres. Concealer ist zum Beispiel wichtiger, wenn man so Pickelchen hat und man hat irgendwie ein Event oder möchte fresh aussehen, vor allem wenn man wenig geschlafen hat, ist Concealer halt schon wirklich ein Game-Changer. Deswegen Nummer 3, Blush. Blush ist meine Nummer 1. Ich sag's euch ehrlich. Nein, eigentlich nicht meine Nummer 1, sondern meine Nummer 2. Ich sag euch gleich, was meine Nummer 1 wäre. Foundation ist auf jeden Fall nicht. Ich finde, Foundation ist so... Ich liebe Foundation, aber es ist Nummer 6, weil Concealer rettet auch schon echt viel. Bronzer ist sehr wichtig. Bronzer ist wichtiger als Foundation, weil wenn ich keinen Bronzer auftrage, sehe ich aus wie eine Leiche. Primer. Und da wären wir eigentlich bei meiner Nummer 1 gewesen. Es gibt Leute tatsächlich da draußen, die keinen Primer tragen und ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Wenn ich keinen Primer benutze, sieht meine Foundation katastrophal aus. Deswegen, Primer wäre eigentlich mit auf die 1 gekommen, aber es ist nur noch die 2 da, deswegen die 2. Weiter geht es mit Puder. Scheiße. Oh, habe ich das jetzt laut gesagt? Puder ist sehr wichtig. Puder wäre vor Foundation gekommen, deswegen die Nummer 7. Puder ist wirklich wichtig. Lippen. Ja, ich weiß nicht, wenn man so richtig schöne Lippen hat, kann man auch einfach Vaseline drauf machen. Das sieht auch schön aus, aber Lippen sind eigentlich schon weiter oben. Nummer 8 aber jetzt. Highlighter kommt bei mir auf die Nummer 9. Ich mag mittlerweile Highlighter nicht mehr ganz so gerne. Setting Spray ist eine gerechte 10. Das vergesse ich sogar manchmal. Deswegen würde ich sagen, dieses Ranking ist nicht perfekt.